Ergänzung, sorry, das war ein Fehler meinerseits. Das war jetzt nicht auf Mithörtaste gestellt. Du bist einverstanden mit der Aufzeichnung, richtig? Ja, okay, er ist jetzt etwas genervt. Das war aber ein technisches Malheur, kann vorkommen in Anbetracht der Worte, die ich gehört habe, dass eine Erste-Hilfeleistung, wo es um Leben und Tod geht, weil wenn er ein Koma-Patient ist, ist er noch nicht tot, aber trotzdem, man muss sofort hinschauen und nicht wegschauen und weghören. Und da ist halt George W. Böhm am 1. April, ist es richtig? Ja, am 1. April in der Südstadt von Nürnberg Fahrer gewesen und da war eine Beifahrerin, Frau Dilek, und die hatte ihm gemeint, nein, da fahren wir nach und hat die Polizei verständigt und daraus wurde jetzt aufgrund einer schweren Körperverletzung am Boden liegend, musste jemand malträtiert werden, von irgendwelchen Gründen ausgehend, die nicht absehbar waren, weil man das nur aus der Ferne gesehen hat. Und dann wird jetzt erpresst. Und jetzt vielleicht, also erpresst werden die 15 Euro Bußgeld für nicht ordnungsgemäßes Einlegen einer Parkscheibe. Aber wenn jemand am Boden liegt und mit dem Leben ringt, da suche ich nicht erst eine Parkscheibe, weil dann, wenn was passiert, hat er nämlich, wie heißt das nochmal? Na, du weißt es doch. Wenn man nicht hilft, ist es unterlassene Hilfeleistung. Haben Sie jetzt verstanden, ja, lieber Herr Bürgermeister? Und bitte? Im Anruf war vorher, aber das hat gesagt, die sind doch stiften gegangen. Ja. Und denen ist es dann auch gefallen. Oder wir haben geschaut, wo es hinginge. Also da ist das Zumut, das sei, das darf nicht zu suchen. Die haben da auf den Schläger, die waren zu zweit, der war allein. Und dann irgendwann haben sie ausgelassen und den uns in Stiften gegangen, weil mehrere Leute vom Fenster hochgeschrien haben. Ach so, okay. Und sind aber dann weitergefahren und sind halt rumgefahren und haben die wieder gesehen, mit der Stange noch in der Hand. Dann haben wir geschaut, wo sie hinlaufen. Und da haben wir die Polizei angerufen und haben gesagt, da laufen sie jetzt hinterm Aufsichtsplatz. Okay. Dann haben wir die Polizei die zwei gefunden. Ja, die Polizei hat doch auch, glaube ich, am Telefon noch dran gesagt, dranbleiben, oder? Na, die haben gar nichts gesagt, das gehen wir so weiter. Und der Polizist, na, hat die Nummer angerufen, wir sind jetzt da und da. Und da muss die Polizei hinfahren und die festnehmen. Oder festhalten. Mhm. Weil die sind dann ausgestiegen und hingerannt. Und dann sind aber die Polizei schon hergekommen. Mhm. Auf dank unserer Aussagen, wo die hingekommen sind. Mhm. Okay. Sonst hätten sie es ja nicht gefunden, hat er gesagt. Ohne ihren Ausruf hätten wir es nicht gefunden. Weil es ja keiner gesehen hat, wo die hinlaufen, außer uns. Ja, ja, logisch, ja. Aber die Abartigkeit ist eben, dass man unterstellt bekommt, eine Parkscheibe sei wichtiger als die erste Hilfe, damit kein Mensch weiter zu Schaden kommt. Aber es ist doch so, ich meine, ich muss doch, wenn ich ein Auto hinstelle irgendwo und es brennt irgendwo, da suche ich doch nicht eine Parkscheibe, sondern nehme ich doch den Feuerlöscher und lösche, oder? Naja. Oder suche ich erst eine Parkscheibe, weil ich ja aus dem Auto raus muss und dann gehe ich mit dem Feuerlöscher raus und lösche. Das mache ich nicht. Ja, du zeigst dir jetzt auf? Ja. Na ja, dann muss ich das versuchen, ja. Jawohl. Du bist doch mit einverstanden mit der Aufzeichnung, oder? Ja, aber ich wollte noch was sagen, wenn aus ist. Aha, okay. Hast du da Angst? Man kann doch nicht alles. Ich mach das anders. Redst du von einem anderen sein Auto oder redst du von meinem Auto? Nein, ich. Nein, es geht darum, ich wollte sagen, wenn du einen Feuerlöscher im Auto hast und du siehst irgendwo ein brennendes Auto oder einen Brand, dann schaust du doch nicht erst noch, bevor du den Brand löscht, wo ist meine Parkscheibe, sondern du löscht doch, oder? Oder schaust du zu, die Parkscheibe, bitte? Das ist ja klar, dann musst du es machen. Ja, aber nach dem Methode jetzt,
wie die Behörde entscheidet. Und ich habe gedacht, das sind Menschen oder Tiere, keine Ahnung, weil Tiere machen das auch nicht, die schreiben ja nicht so ein Bußgeldbescheid. Nachdem diese jetzt so sich verhalten, heißt es, zuerst das Auto brennen lassen oder den Brand brennen lassen und dann die Parkscheibe suchen und dann rausgehen und löschen, richtig? Ja, das kannst du mit der Parkscheibe musst du vergessen, da musst du schnell gehen, weil jetzt geht um jede Sekunde. Ja, aber wenn einer am Boden liegt und mit dem Kopf auf dem Boden landet, dann muss ich auch sofort hin, dass der nicht nochmal auf den Boden geschlagen wird. Ja, aber da kannst du nichts machen, du kannst bloß die Polizei rufen, weil du kannst ja nicht reinmischen. Weil sonst kriegst du alle auf die Mitte. Naja, aber es ist doch erste Hilfe, wenn der zu Tode kommt. Ja, wenn der zu das, was der vorher ist. Ah. Der ist ja wieder aufgestanden. Die haben ja dann aufgehört zum Laufen und die haben ja dann nur mal angefangen, wie wir rückwärts gefahren sind. Da habe ich es gesehen, oder wir haben es gesehen, dass die wieder angefangen haben. Mhm. Und dann sind Stiften gelaufen. Mhm. Weil die Leute zum Fenster hochgeschrien haben. Ja, ja, okay. Aber ich möchte, dass die Stadt Nürnberg und die betroffenen Organe, die hier die Erpressung umsetzen möchten, dass die entsprechend eine Schadenssumme zahlen, dass niemals mehr so hohl, also ich kann nur hohl sagen, also wenn jemand nämlich nicht hohl ist, dann würde er da keinen Erpressungsstrafbefehl bzw. Erzwingungshaftstrafbefehl ausstellen, das sag ich dir. Ja, schon klar, aber das passiert trotzdem weiter. Gut. Weil ich, wenn wir jetzt alle wenn man da recht kriegt, aber dafür, weil die Nächsten, die kriegen da nicht recht. Ja, und deswegen muss das in die Öffentlichkeit. Hallo Deutschland, guten Tag, das ist dein Forum. In Mainz im ZDF oder Brisant MDR, das muss aufhören und hier muss eine Summe von nicht unter 500.000 Euro Schadenersatz gegen die Stadt Nürnberg erhoben werden und eingefordert werden, gezahlt werden. Empfindlich, sagt doch immer, das deutsche Strafgesetzbuch muss hier zugegriffen werden, damit die mal nachdenken, was sie mit der Würde eines Menschen auf deutschem Boden machen in dieser Nachkriegszeit. Also scheinbar haben die vergessen, was in Deutschland alles passiert ist. Vielen Dank, galacom.tv. Wir werden sehen und hören, was denen dann an Hören und Sehen vergehen wird, dass sie das niemals machen und dass sie dann mehr Taktgefühl und ihr Parksünder Aufsichtspersonal besser schulen, weil man hat ja heute gesagt, ein Richter in Neubrandenburg, das ist eine Frage der Schulung und des Bewusstseins, wie man da vorgeht. Naja. Auf gut, Entschädigung, danke, Herr George W. Böhm am Apparat. Ja.